Heute, was geht ab, Leute? Hier? Ihr wisst, Gen 4 steht vor der Tür. Es kam der Trailer und es wurden jetzt auch ein paar Sachen im Code hinzugefügt und entdeckt. Deswegen dachte ich mir, schauen wir uns Gen 4 mal ein bisschen genauer an. Ich gehe jetzt nicht auf jeden einzelnen ein. Ich gebe euch einen guten Überblick. Beziehungsweise die von Pokéfans haben euch einen guten Überblick gegeben. Und wir schauen uns einfach nur deren Artikel nochmal an. Link ist unten in der Beschreibung. Shoutout an die. Keine Zusammenarbeit, kein nichts. Ich fand den Artikel nur sehr gut. Sehr gut zusammengefasst. Hier haben wir das Pflanzenstarter-Pokémon, dann Feuer. Der ist Feuerkampf. Soll nicht schlecht sein. Und hier, der ist Wasserstahl. Der Wasserstarter, sehr interessant. Wir sind auch ein paar gerade durchgegangen im Livestream. Könnt ihr auch nochmal abchecken. Zum Beispiel hier dieser Staraptor. Meint ein paar, ist besser als Tauboss. Dann haben wir hier so einen Biber. Das ist so ein typisches Wieso-Pokémon. Und der sieht original aus wie Volbeat. Wahrscheinlich so ein Käfer, 50 Bonbons. Dann so einer, der ist ein bisschen so wie Fritz und Blitz. Vorentwicklung von Goselia und Weiterentwicklung. Dann haben wir hier so einen Dino, der erinnert mich an einen von Jurassic World Alive. Aber wie gesagt, die haben den Artikel sehr gut geschrieben. Die wichtigen Pokémon werden unten noch weiter und genauer beschrieben. Die haben das auch sehr, sehr gut eingeteilt. Wie gesagt, das seht ihr gleich. Dann haben wir hier so ein Bienen-Honig-Waben-Pokémon. Sieht cool aus. Okay. Kirsche, Schnecke hier. Natürlich die Weiterentwicklung. Die kommen. Klammschärf, Traumagil, alles klar. Dann noch so eine Katze, so wie Neko. Dann hier Vorentwicklung, Mogelbaum, Pantimos, Chanerga. Schon coole Sachen. Und dann Knackrack natürlich. Der King. Das klasse Pokémon. Das klasse nicht legendäre Pokémon aus der Gen. Mamfaxo, Lucario natürlich auch sehr beliebt. Irgend so ein Nilpferd. Was viele nicht wissen, also ich bin ein Fan von Nilpferden. Weil viele sagen immer, yo, Löwe, König von Afrika, König der Tiere und so. Nein, das Nilpferd ist das krasseste Pokémon. Krasseste Tier. Der König eigentlich des Dschungels. Naja, egal. So, Vorentwicklung von Mantax. Also eine Menge Sachen mit dabei. Sneeble Weiterentwicklung hier. Jetzt kommen die ganzen Weiterentwicklungen. Der Argoff gehen wir natürlich noch ein. Zwei neue Entwicklungen für Evoli. Mamutel, der soll ziemlich gut sein. Hier nochmal die männliche Form von Trassler jetzt. Und Frostedge. Immer noch keine Ahnung, wie man den ausspricht. Und dann hier natürlich die Legendären. Sind echt eine Menge Legendäre am Start. Dialga, Palkia, Regigas. Dann hier Giratina. Der soll ja der nächste Firma Raid Boss sein. Ist Geist und Rache. Geist passend zu Halloween. Und man hat anscheinend seine Augen, sein Gesicht am Ende des Trailers gesehen. Hier noch mehr Legendäre. Darkrai. Irgend so ein Igel. Und dann Arceus. Das Götter-Pokémon. Der Gott der Pokémon. Dann machen wir weiter. Deswegen fand ich den Artikel auch so gut, weil die das echt sehr gut unterteilt haben. Pokémon mit verschiedenen Formen, okay? Eine Vielzahl der Pokémon aus der vierten Gen besitzen verschiedene Formen. Inwiefern diese auch in Pokémon Go auftreten werden, ist derzeit unbekannt, offensichtlich. Aber hier zum Beispiel. Dann haben wir hier Burmi und Burmedame. Also Burmi und die Weiterentwicklung. Hat drei verschiedene Umhänge. Pflanzen, Sand und Lumpen. Und dadurch wird er dann entweder ein Käferpflanze, Käferboden oder Käferstahl-Pokémon. Okay. Kinoso. Wolkenform, Sonnenform. Kinoso verändert seine Form, wenn es in der Sonne kämpft. In diesem Fall nimmt es seine Sonnenform an. Sollte die Sonne nicht scheinen, befindet es sich in seiner Wolkenform. Chalilos und Gastrodon. Okay. Diese beiden Pokémon haben eine unterschiedliche Färbung, je nachdem, wo sie gefangen wurden. Östliches Meer und westliches Meer. Oida. Das ist doch ein guter Kandidat für ein regionales Pokémon. Westlich, östlich. Also das kann ich mir sehr gut als ein regionales Pokémon vorstellen. Dann Rotom. Den kenne ich, den habe ich gesehen. Hatte ich auch mal bei einem Opening ein paar von denen gezogen. Rotom, Hitze-Rotom, Wasch-Rotom, Schneid-Rotom, Wirbel-Rotom, Frost-Rotom, Eis, Pflanze, Flug, Wasser, die Mikrowelle offensichtlich, Feuer. Okay. Dann, der angeblich, was die Straßen munkeln, nächste Raid-Boss, legendäre, Giratina. Und der hat auch zwei Formen anscheinend. Eine Urform irgendwo, genau. Die Urform und die Wandelform. Geistdrache, wie gesagt, passend zu Halloween. Und dann, Shaymin, das ist dieser, der ist doch legendär, oder nicht? Also zumindest war er weiter hinten bei den Legendären. Landform, Zenitform.
Okay, Zenith klingt schon ziemlich episch. Und dann haben wir Azeus. Der kann jeden Typen annehmen. Ja, dann haben sie als nächstes einfach die stärksten Pokémon aus der Gen mal aufgelistet. Sogar nach Rängen. Ziemlich krass, nicht schlecht. Wir wissen, Niantic hat für Gen 4 eine Änderung angekündigt. Zwecks WP, zwecks den Werten. Deswegen, ja, das ist nicht mehr akkurat. Aber wir können ja trotzdem so ungefähr ahnen, was so die besten Pokémon sind oder werden. Da haben wir auf Platz 1 gehabt, Regigas. Wie gesagt, das mit dem WP wird nicht mehr stimmen, aber der hätte fast 5000 WP gehabt. Und hier auf 4600, 4598. Also da wären eine Menge gekommen. Die hätten einfach meine Top 9, Top 6 sogar geknackt. Also schon heftig. Okay, Dialga, Arceus, Palkia, Giratina natürlich. Die ganzen Standard, legendären Überklassen. Aber hier jetzt auf Platz 6 Glihornio. Die Weiterentwicklung von Lizoros hätte gehabt 3877. Nicht schlecht. Dann Knackrack, wie gesagt, das klasse Pokémon aus der Gen. Heatran. Was ist denn das, Mann? Heatran. Ist das auch ein legendäres? Ist es Gen 4? Steht das nicht irgendwo, ob der legendär ist oder nicht? Er ist zwischen Palkia und Gengigas, also ich nehme mal an, der ist legendär. Wenn er so weit hinten im Pokédex ist. Darkrai. Mamutell. Interessant. Wie gesagt, der soll sehr gut werden. Gamaidon, Togekiss. Darauf freuen sich auch viele Leute. Togekiss. Tangulos. Der soll echt nicht schlecht werden. Als neuer Pflanzenangreifer. 3116, nicht schlecht. Dann hier wieder ein paar Legendäre. Dann mein Nilpferd. Mein Nilpferd auf Platz 16. Porygon Z, Magneson, Mach Brand und Galagladi. Und die männliche Trasse-Weiterentwicklung. Das wären so die Top 20 gewesen. Kann man aber sich auch so denken, auch wenn das, wie gesagt, geändert werden wird. Das sind so ungefähr die interessanten Sachen. Selbst, keine Ahnung, selbst wenn die geschwächt werden, sag ich mal. Dann, welche Vorbereitung kann man treffen? Auch sehr interessant. Natürlich hier nochmal im Überblick alle Pokémon, die in Gen 4 eine Weiterentwicklung bekommen. Sprich, für die solltet ihr Bonbons sammeln oder solltet ihr eigentlich schon gesammelt haben. Roselia zu Roserade, Griffel zu Hamidiffel, Traunvogel zu Dranmagil, Klamauk zu Clamshell. Oh wieder. Darauf freue ich mich, endlich die ganzen Klamauks-Bonbons wegzubekommen. Sneeble, Sneebuna, Magnetilo, Magneson, Schlurp, Schlurplack, Rihorn, Rihornio, wie gesagt, der soll nicht schlecht werden. Tangela, Tangelos, der soll auch nicht schlecht werden. Elekkid, beziehungsweise Elektek zu Elevoltek. Mark Brandt, wie gesagt, Mark Brandt war in den Top 20, glaube ich, vorhin. Moment. Ja, Platz Nummer 19. Togekiss, Yanmega. Okay. Dann die zwei neuen Formen für Evoli. Können wir nochmal kurz draufklicken. Interessant ist auch, dass Evoli ja bereits Shiny da ist. Das heißt, wenn die zwei ins Spiel kommen, müsste es die eigentlich direkt als Shiny geben. Hier Pflanze und dann. Nicht Wasser. Wasser ist ja Quanne. Eis. Ja. Was interessant ist, weil wir haben ja nicht so viele Eis-Pokémon. Und momentan ist ja Mewtwo eigentlich der beste Eisangreifer. Als. Ja, nicht Eis-Pokémon. Skogla zu Skoglo. Creakle, Mamutell. Apropos Eis-Pokémon. Krasses Pokémon und Eis. Ja. Dann Galagladi. Männliche Weiterentwicklung von Trasla, Voluminas von Naskinet, Zwirfins und, das hat mir kein Mensch gesagt, Alter, Frostedge ist die weibliche Weiterentwicklung von Schnappke, so wie ich das richtig mitbekommen habe. Und ihr wisst, als Gen 3 kam und es noch die Maps gab und so, jeder hat gesagt, Alter, hol dir ein männliches Trasla, hebt das auf 100% für Gen 4, da kommt eine Weiterentwicklung, also eine Spaltentwicklung. Und keiner hat gesagt, nicht ein Mensch hat gesagt, hey, heb dir ein weibliches Schnappke auf. Ja, und jetzt habe ich nur 100er. Hätte mir aber eigentlich mehr holen können. Aber ich dachte mir, ja, wozu? Und jetzt kommt diese Spaltentwicklung für Schnappke, weiblich. Und irgendwie hat das keiner gesagt. Jeder hat gesagt, hey, ja, bei Trassler muss man aufpassen, männlich, weiblich. Aber bei Schnappke hat das kein Mensch gesagt. Okay, die kann man wahrscheinlich auch gar nicht gebrauchen. Und Godewar und ihn wahrscheinlich schon. Also ja, vielleicht ist es deswegen. Aber hätte ich schon gerne gewusst. Ansonsten war es das. So ein kleiner Überblick über Gen 4. Das sind die Pokémon.
ja, die sich weiterentwickeln können, solltet ihr Bonbons sammeln. Das sind so die besten Pokémon, selbst nach der WP-Änderung wahrscheinlich. Und ja, das sind so die Pokémon mit den verschiedenen Formen. Wie gesagt, die könnten durchaus regional werden. Und hier nochmal alle im Überblick. Aber das war's von mir, Leute. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr euch auf Gen 4 freut und was euer Lieblings-Pokémon aus Gen 4 ist. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.